Wir sind hier nach dem Spiel gegen den VfB Lübeck. Sind beide, glaube ich, gut geladen. Matze, was sagst du zu diesem 2:1? Was ich sage, ist erstmal herzlich willkommen zum 1889 FM Aftermatch Talk. Das haben wir jetzt kurz vergessen. Ja, wir müssen alle noch ein bisschen durchschnaufen. Das Thema ist einfach die Tatsache, dass das Spiel emotional so viel zu bieten hatte, dass das alles jetzt chronologisch aufzuzählen einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten von euch das Spiel gesehen haben und diejenigen, die am Turmfunk live dabei waren, ich meine, ihr habt es ja gehört, wir waren sehr, sehr emotional unterwegs, da... Ja, da war in unseren Augen der Schiedsrichter gespannt. Nicht ganz unschuldig an dieser Tatsache. Wir gehen es jetzt mal systematisch durch. Das Spiel beginnt anfangs, ja doch, würde ich sagen, sehr hektisch für die Anfangsminuten. Die ersten 5 Minuten waren brutal von beiden Mannschaften. Also sehr intensiv alles geführt. Und es hat erst bis zur 15. oder 20. Minute gedauert, dass da ein bisschen Ruhe reinkam. Und in dieser Zeit war tatsächlich Lübeck die gefährlichere Mannschaft, hatte dann 2 Abschlussmöglichkeiten. Eine davon ging knapp über den Kasten von Felix Gebhardt. Dann war es allerdings so, dass der Jan besser und besser ins Spiel kam, die zweiten Bälle bekommen hat, auch Ganaus mit der ersten Abschlussmöglichkeit dann am 16er, wo er schön von links außen in die Mitte zieht. Aber Philipp Kleven ist natürlich ein sicherer Rückhalt und hält den Ball fest. Und mit der ersten dicken Möglichkeit, durch viel durchgesteckt hat Kota das 1:0 gemacht. Ja, bleibt nicht viel dazu sagen, du hast das eigentlich alles ganz treffend gesagt und ja, bleibt mir wirklich, ich bin, was ist top analysiert, bleibt nicht viel dazu zu sagen. Genau. Es war genau das, was ich eben von Lübeck im Vorhinein gelesen hatte, dass sie da gut ins Gegenpressen gehen, dass sie gut aufbauen. Ja. Und haben auch immer gut Tempo gemacht. Und ja, der Jan hat sich aber da eher belohnt. Der Jan hat es cleverer zu Ende gespielt, hat sich gut durchkombiniert. Und es, wie gesagt, war halt auch die meiste Zeit so, dass es zwar jetzt nicht so aussah, als hätte der ja mehr vom Spiel, aber er hatte effektiv mehr vom Spiel. Ja, in der Zwischenzeit gab es ein paar von den Lübeckern rustikal geführten Zweikämpfe. Bräunig war der Erste, der eine gelbe Karte gesehen hat, wo ich sage, okay, da hättest du einen Lübecker schon davor 10-mal gelb geben können. Das war ein bisschen unausgeglichen und dann hatte der Jan sogar die ein oder andere Umschaltmöglichkeit, wo es schon eher hätte 2:0 stehen können. Ich meine, Bulic musste dann auch erstmal getackert werden durch ein radikales Einsteigen, was gar nicht Beachtung beim Unparteiischen fand. Und dann war es aber kurz vor der Halbzeit, ist es dann doch noch mit Glück passiert. Was heißt mit Glück? Es war schön durchkombiniert. Es war ein super Spielzug über 3-4 Stationen und dann tauchte Ganaus allein vor Kleven auf, konnte den Ball leider nicht versenken, aber im Nachschuss war es Schönfelder, der das Ding gemacht hat. Und so ging es mit 2:0 in die Halbzeit und wir dachten einfach, boah, okay, Lübeck hätte 10 gelbe Karten mehr sehen müssen, aber jetzt können wir erstmal durchschnaufen und einfach daran ansetzen in der zweiten Halbzeit. Und dann beginnt die zweite Halbzeit, dann gibt es in meinen Augen ein Offensivfoul eines Lübeckers. Wir können trotzdem die Situation noch 10-mal klären, sind aber noch im Tiefschlaf in den ersten 30 Sekunden. Die Lübecker kommen über die rechte Seite, Flanke, Abschluss, Tor und plötzlich rumste da, steht es 2:1 und du weißt nicht wieso. Ja, das war also wirklich, also wir haben es ja versucht zu kommentieren und wir waren beide eigentlich eher so, ja, jetzt warte mal, der hat doch gerade schon gepfiffen. Also Es war auch jetzt nicht großartig kombiniert. Ich denke halt einfach, dass wahrscheinlich bei viel, ich nenne es mal, die Körpersprung auch ein bisschen nachgelassen hatte. Entschuldigung, weil sie gemeint haben, ja, da wird dieser Offensivfoul am Feed gepfiffen, was auch meines Erachtens berechtigt wäre, weil ich dachte, dass er einen Ellbogen im Gesicht hatte. Es hatte aber dann keine Beachtung eben gefunden und dann eben Ecke und dann stand er gut frei und dann war er drin. Ja, wir müssen sagen, wir haben die Kamerabilder noch nicht gesehen, also sollten wir in der einen oder anderen These, die wir hier vom Spielfeldrand wahrgenommen haben, ja, sollten wir da irgendwie eine andere Meinung sich dann daraus ergeben, dann nehmen wir das natürlich zurück. Nichtsdestotrotz war es dann ein vogelwildes Spiel und der Jan kommt über die rechte Seite. Faber macht richtig Dampf. Lübecker will ihm mit hinten im gestreckten Bein reinspringen. Faber weicht gerade noch aus, läuft weiter, wird gefault. Der Zweite bekommt gelb. Der Erstere, der versuchte Körperverletzung begehen wollte, weiß nicht, was der dann gesehen hat. Wahrscheinlich kein Karton und hätte wahrscheinlich schon viel eher vom Spiel gehört. Dann
ist es so, wir bekommen dann einen indirekten Freistoß. Es war eine hundertprozentige Torschance und Klevin bekommt nicht gelb, weil er den Rückpass aufnimmt. Das ist ja das Nächste. Da war ja schon Jahnspieler einschussbereit. Wie wir mit diesem Standard umgegangen sind, da trifft Schönfelder den nicht richtig, hat mich brutal geärgert, weil den muss er nur aufs lange Eck zimmern. Das haben sie eigentlich super gemacht und dann hapert es da einfach nur am Abschluss. Nichtsdestotrotz gibt es dann Einwurf auf der rechten Seite und plötzlich bekommt Bräunig gelb-rot und kein Mensch weiß wieso. Der ja. Kerl, vielleicht hat er sich ein bisschen unglücklich angestellt, mit er ist er doch noch recht jung, macht es dafür überragend, hat irgendwas zum Unparteiischen gesagt und wollte den Einwurf haben, aber wir haben wegen jeder Situation haben wir dann gelb bekommen und Lübe konnte sich nahezu alles rausnehmen. Das schwankte dann erst zum Ende des Spiels um. Da haben die dann auch zweimal Notbremse gehabt, einmal gelb-rot bekommen und für die zweite Notbremse nur gelb, als dir, wo sie schon durch war, dann durften wir zittern. Wir dürfen nicht die Riesenrettungstat von Ziegele vergessen. Ja. Ziegele köpft dann, das war die einzige Chance, die Lübeck hatte, den Ball von der Linie weg. Also das war schon brutal. Dann haben wir ein paar Umschaltmomente auch noch ein paar Möglichkeiten gehabt. Letztendlich ist es so, wie es immer ist. Am Schluss kommt Klevin mit nach vorne, schaltet sich beim letzten Eckball des Spiels mit ein. Da waren wir schon 9 Minuten drüber. Und dann ist es Gott sei Dank passiert und der Unparteiische hat sich wahrscheinlich selbst den größten Gefallen getan, dass er dieses Spiel abgepfiffen hat. Sei es drum. Wir hören noch Happy Music jetzt im Stadion. Ich wünsche allen ein wunderbares Wochenende. Besser kann es nicht laufen. Also 4 Spiele, 4 Siege, eine perfekte englische Woche. Und die nächste Woche ist jetzt perfekt weitergegangen für den Jan. Und gegen undankbare Lübecker, da haben sich schon andere Mannschaften die Zähne ausgebissen. Also habt ein wunderschönes Wochenende. Schauen wir mal, was jetzt noch rauskommt. Eine Sache noch für dich, Tom. Ich würde nur gerne eine Sache sagen, das möchte ich an der Stelle nochmal bemerken. Es ist halt einfach für mich unterm Strich bei diesem Spiel einfach so, dass das Spiel nicht so hektisch hätte sein müssen. Die Entscheidungen waren einfach unglücklich. Das Schiedsrichter hat sich selber ein Ei gelegt. Und das muss er sich gefallen lassen, weil in der Zeit, wo ja immer es heißt, Schiedsrichter werden hier nur persönlich beleidigt etc. pp. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Leistung einfach nicht gut war. Und das kann man auch so sagen. Es waren viele schlechte Entscheidungen drin, viele kleinliche Entscheidungen und einfach viel zu spät. Aber es heißt drum, nächste Woche, wie der Matze schon gesagt hat, geht es weiter. 12 Punkte. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und gegen Halle gehen wir wieder Gas. In diesem Sinne, macht es gut. Nicht vergessen, der Turmfunk ist für euch auch in Halle mit dabei. Also haut's rein, bis dann. Ciao.